Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Layers of Fear DLC. Wir sind anscheinend jetzt das Kind, die Tochter, und sammeln Teile eines Fotos, das sich aufgelöst hat. Huch, das ist wieder eine Schleife. Das sieht doch gerade aus wieder wie eine Schleife. Wir waren doch schon mal in diesem Raum. Wenn wir hier runtergehen, kommen wir bestimmt da wieder raus. Oder? Ja, dachte ich doch. Oh, man sollte das vielleicht auch länger angucken, die Sachen. Ah, merkwürdig. Die Frage ist, was passiert, wenn wir da lang gehen? Wenn wir da zurückgehen und hochgehen, wo kommen wir dann raus? Okay, Treppen hoch ist nicht so einfach für so ein kleines Mädchen. Wir kommen nämlich wieder hier oben raus, nur aus der anderen Richtung. Das habe ich mir doch gedacht. Oh, das Bild von Mama. Foto Teil 2. Huch, machen wir das mal lieber nicht richtig kaputt. Okay. Die Frage jetzt weiter runter oder wieder hoch? Gucken wir mal, wo wir hinkommen, wenn wir jetzt hier lang gehen. Wenn nicht, müssen wir halt wieder andere Richtung. Und wir sind wieder hier. Oh, da steckt ein Schwert drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Und es brennt jetzt. Aufpassen, Kleiner. Nicht verbrennen. Ich glaube, wir sind... Nee, wir sind immer noch in dem Raum. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Richtung. Wir versuchen es nochmal eine Runde in die Richtung. Wenn nicht, gehen wir mal andersrum. Mal gucken, wo wir dann wieder rauskommen. Manchmal, oder nie wäre nicht das erste Mal, dass das die Logik von dem Spiel ist. Ja, es brennt weiterhin. Okay, das heißt, wir gehen wieder zurück. Und wieder die Treppen hochschleppen. Okay, und die zweite Treppe. Wir kommen aber wieder hier raus. Und es brennt. Aber ins Feuer rein können wir nicht. Die Frage, wohin dann? Oder was suchen wir jetzt? Oh. Das Feuer ist gelöscht. Okay. Ach, da ist das dritte. Okay, das Bild ist wieder vollständig. Na gut, dann gehen wir weiter nach oben, würde ich wieder sagen. Anscheinend müssen wir in die Richtung bevorzugt gehen. Beziehungsweise jetzt in diesem Fall wahrscheinlich genau in die andere Richtung. Ich vermute es ganz stark. Oh, eine Tür. Die war gerade hier nicht. Also doch richtige Richtung. Stimmt, jetzt sind wir oben. Princess, don't sneak up on me like that. Especially when I'm working. So, what do you think? Oh, you like it? Well, that makes one of us. Okay, einen seiner Meisterwerke, einen seiner Kunstwerke, an denen er gearbeitet hat. Huch, wieder eine Wand und da drüben ist doch die Tür zugefallen. Okay, das heißt, die Tür geht wahrscheinlich jetzt nur wieder woanders hin. Nein, es ist zu. Wand auch dieses. Also dieses Spiel ist diesmal sogar noch dunkler. Ach, da ist die Tür. Wo sind wir her? Okay, wir sind wieder in einem der Flure. Und wir sind wieder im Arbeitszimmer. Okay, das heißt wieder in die Richtung. Im runden Lauf mal wieder. Beginnt also alles immer in dem Zimmer. Oh, es ist nass und rot. Ich würde sagen, das Badezimmer. Oder auch nicht. Ja, kleine süße verschwundene Puppe. Gott sei Dank ist sie verschwunden.
Folge der Puppe. Hier ist es nicht voll, so White Rabbit. Hier ist es voll, Folge der Puppe. Oh. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear. Dear wer? Ist da die Frage. Wer sind wir? Oh, immerhin sind die Äpfel gleich mit, sie sind zwar etwas verfault wieder, aber sie sind auf jeden Fall voll. Oh, müssen wir uns etwa hier eine Stufe bauen? Okay. Na, lecker mit den Äpfeln. Oh, das ist der Ball, der uns gerade vor die Füße fiel da unten. Aha. Wir spielen also quasi uns hinterher. Boah, was ist das für ein Weg? Wie geil gemacht. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Whoops. Okay. Er hat die Party also früher begonnen, die Torte versaut mit Stiften drinne. Und da fallen die Bretter, die wir gesehen haben. Und ein Fass. Okay, an ein Fass kann ich mich nicht erinnern. Okay. Müssen also doch darüber. Hätten wir auch erst so rumgehen können und dann da zur Torte. Aber ich wusste nicht, ob wir da hinkommen nochmal. Und es fällt alles in die Tiefe. Oh, das war knapp. Gott sei Dank sind wir nicht runtergefallen. Okay, wir müssen tatsächlich aufpassen, wir dann hier runterfallen. Hätte nicht gedacht, dass das geht. Okay, wo wachen wir jetzt auf, ist die Frage. Wieder oben. Ah, an der Stelle. Gut, müssen wir also wieder noch ein kleines Stückchen laufen. Und tatsächlich aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Okay, da habe ich jetzt im Layers of Fear nicht mitgerechnet. Weil ich habe, kann mich an keiner Stelle erinnern, wo man aufpassen musste, wo man hinläuft in Layers of Fear. Okay. Fall um, du komisches Brett. Und dann vorsichtig. Okay, jetzt müssen wir jedes Mal echt aufpassen, wo wir hintreten, oder wie? Okay, das könnte... Boah, dieses dünne Brett. Nicht runterfallen. Weil da bloß nicht runter. Oh Gott. Oh, eine vierte Torte. Eine dritte Torte. Not now, Princess. Go play with your dolls or your crayons. Daddy's very busy. An unserem Geburtstag, okay. Und die Torte sieht wieder eher aus, als wäre sie aus allem anderen als Lebensmitteln. Eher als wäre sie aus Farbe oder sowas. Okay. Der Raum baut sich um uns rum auf, wie cool. Rotkäppchen und der böse Wolf. Ja, wieder zurück, oder wie? Das ist eindeutig der böse Wolf, den er gezeichnet hat. Huch, die Tür ist in ihm. Wir gehen also in den bösen Wolf hinein, okay. Wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße. Die Puppe, der Hund. Oh mein Gott, das ist so creepy. Hey, der Hund kam auf uns zu. Mag der Hund uns etwa nicht? Just take all your toys and smash them one by one and keep at it.
Maybe you'll finally get good at something. Okay, er war kein wirklich guter Pater, würde ich mal sagen. Wenn er ausflippt, weil der Hund hat was kaputt gemacht und wir kriegen die Schuld. Wo ist die Tür, ist die Frage. Den Lichtfeld ist wie immer schwer zu erkennen. Das ist, glaube ich, nur ein Kamin. Oh, ich hasse diese Lichtverhältnisse, sind echt katastrophal. Man sieht echt nichts. Oder sollen wir auf die Couch? Nein, okay. Ich meine, die Couch war jetzt das, was Licht hatte. Von daher hätte ich jetzt vermutet. Das ist nur das? Das ist der Kamin, okay. Wand. Hocker. Okay, wir gehen jetzt mal die Wände so ein bisschen ab. Irgendwo muss man ja jetzt durchkommen. Ach, da ist das Licht. Okay. Wow. Wieder mal absolut blind anscheinend. Oder gut versteckt gewesen, die Tür. Da geht's bestimmt nicht durch. Dachte ich mir schon. Oh, Spieleparadies. Kommen wir jetzt zu uns in unser Zimmer? Kinderzimmer? Nein, kommen wir nicht. Ach, das Schachbrett. Gehen wir doch mal glatt hoch, würde ich sagen. Jupp. Doch nicht das Schachbrett. Ein Tisch mit Lebensmitteln. Okay, da hinten ist eine Kerze, zu der wir noch hinkommen. Oh, das haben wir jetzt mitgenommen. Wer weiß, wo wir das brauchen. Ah. Keine Ahnung, warum wir das jetzt da angebracht haben. Upsala. Hier sind wir jetzt erstmal runtergefallen. Oh nein. Okay, das war jetzt der Stierkopf. Ah. Moment, das Ding da oben brauchen wir an der Katze. Die Katze ist kaputt. Brauchen wir gar nicht da. Das brauchen wir an der Katze. Das ist das Rad von der Katze. Und runter. Okay, den Sprung überlebt man zum Glück. Die Katze ist hier glücklich. Oh. Schade. Hätte ja klappen können. Wie süß aber das war. Haben wir uns jetzt den Kopf gestoßen? Würde ich sagen, ne? Okay, ich würde sagen, aber an dieser Stelle ist die Folge erstmal zu Ende und wir sehen uns morgen wieder zurück hier zu Layers of Fear. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.